method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. While we the metaphors, we over minds, they glass. Hey, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute das Byakugan erklärt, da ich es vergessen habe zu erklären. Ich habe ja momentan jedes Dojutsu erklärt, zumindest jedes Dojutsu, was in der Hauptstory drin vorkommt. Und ja, da habe ich das Byakugan vergessen, weil ich nicht an das Byakugan gedacht habe, da ich das Byakugan nicht mag und so. Und eben weil ich es nicht mag, habe ich auch nicht wirklich Lust, das zu erklären. Deswegen macht es der Tsuna wieder mal für mich. Deswegen erstmal danke an dich. Danke an dir. Danke an dich, Tsuna. Ich sage einfach mal dich. Und ja, deswegen erste Schritt für breiter stellt, weil er mag auch das Byakugan alles, deswegen passt es auch irgendwie. Und deswegen, ja, die Woche wird dann wahrscheinlich auch kein Sharingan-Fähigkeit erklärt Video kommen, deswegen erst nächste Woche dann wieder. Und ja, schaut dann auch bei Tsuna vorbei, falls euch das Video gefällt. Ja, macht da vielleicht die 400 Abos voll, dann war es das schon mal von mir und ich verabschiede mich mal auf wieder Map. Hallo Leute, ich bin der gute Tsuna und heute erkläre ich euch das Byakugan anstelle des guten Animes, weil ich mich dazu bereitgestellt habe. Und ich würde mal sagen, fangen wir mal direkt an. Das Byakugan ist das Kakegenkai des Hyuga-Clans und ist ein Dojutsu genauso wie das Sharingan. Das Byakugan ist sehr begehrt und wertvoll durch dessen Fähigkeiten, was auf jeden Fall für mich mega nice macht, denn es heißt auf jeden Fall, dass es stark sein muss und eine bestimmte Fähigkeit hat. Und zum Thema das Erwecken des Byakugans hat man aber kaum bestätigte Fakten, was es auf jeden Fall sehr traurig macht. Am Anfang ging man davon aus, dass das Byakugan von Geburt an vorhanden ist, doch seit dem Boruto Anime weiß man, dass es nicht so ist, denn dieses Byakugan bzw. das Byakugan muss erstmal erweckt werden durch Training oder ein emotionales Ereignis, so wie bei Himawari oder bei anderen Hyugas. Wiederum haben Otsutsukis wahrscheinlich schon von Geburt an das Byakugan, sofern sie es vererbt bekommen haben. Was meine ich mit vererbt? Ganz einfach Leute, anhand des Beispiels Kaguya Otsutsuki, ihr wisst, sie war der erste Anwender des Byakugans und hat ihr Byakugan aber nur an Hamura weiter vererbt und er hatte es dann wahrscheinlich schon von Geburt an und das ist so die Sache bei den Otsutsukis. Das Byakugan kann genauso wie das Sharingan auch implantiert werden, jedoch nur das eines Mitgliedes der Hauptfamilie. Denn beim Versuch, das Byakugan eines Mitgliedes der Nebenfamilie zu implantieren, zerstört sich dieses von selbst, das auf jeden Fall wirklich nochmal zeigt, wie begehrt es ist und wie wertvoll es ist. Und jetzt kommen wir mal zu den berüchtigten Fähigkeiten, was dieses komplette Dojutsu einfach so gut macht und was es für mich sogar zu meinem Lieblingsdojutsu macht. Man hat einen fast 50 Meter 360 Grad Blick, das heißt, du kannst in 50 Meter Entfernung 360 Grad sehen. Und warum sag ich fast? Weil es einen blinden Punkt gibt, genau am Genick. Was auf jeden Fall eine Schwäche ist, dieser Fähigkeit. Doch man kann auch durch Gegenstände und Körper sehen und auch noch zoomen. So konnte Neji damals 50 Meter weit sehen und durch Körper und Gegenstände gucken. Aber er hätte es auch noch trainieren können und dadurch wurden aus 50 Metern 800 Meter. Und Hinata hat es sogar nochmal übertrieben und konnte Kilometer weit weg sehen. Das heißt, man kann diese Fähigkeit auch noch trainieren und auch die Entfernung maximieren, wodurch es einfach nur mega krass wird. Hinata konnte wirklich damit einfach Kilometer weit weg sehen, was auf jeden Fall mega nice ist. Und jetzt kommen wir zu der coolsten Fähigkeit, nämlich man kann den Chakra-Fluss, die Farbe des Chakras, die Chakra-Bahnen und die Tenketsus sehen. Die Tenketsus sind so eine Art Punkte, die die Chakra-Bahnen verbinden und werden die blockiert bzw. gestört. So kann kein Chakra mehr durchfließen und damit werden bestimmte Körperteile nicht mehr mit Chakra versorgt, was auf jeden Fall mega cool macht. Und die Hyuga haben natürlich auch eine Kampfkunst entwickelt, nämlich das Yuken, wodurch Chakra an den Handflächen ausgesendet wird, an den bestimmten Tenketsu und sie damit blockiert werden. Und damit ist der Gegner einfach komplett aufgeschmissen, denn er kann kein Chakra mehr konzentrieren an den betroffenen Körperstellen, was auf jeden Fall mega nice ist und für mich einfach die coolste Fähigkeit ist am Byakugan. Aber es gibt auch natürlich einen Nachteil am Byakugan, zwar nicht so schlimm wie beim Sharingan, aber trotzdem, es ist ein Nachteil. Setzt man nämlich das Byakugan zu lange am Stück ein, so erleidet der Anwender sehr große Schmerzen. Das hat man zum Beispiel an Neji gesehen im 4. Ninja-Weltkrieg und es führt ebenfalls zu einer vorübergehenden Sehstärkeabnahme. Das heißt, bei einem Sharingan war das halt so, beziehungsweise am Marengekyo-Sharingan, ist man komplett erblindet, aber beim Byakugan ist es so, die Sehstärke stellt sich dann irgendwann wieder her. Man weiß zwar nicht, wie lange es dauert, bis die Sehstärke sich wieder herstellt, aber sie stellt sich auf jeden Fall wieder her. Und ich würde mal sagen, kommen wir mal zu den Anwendern des Byakugans. Man hat zum Beispiel den Hyuga-Clan, der gute Ao, Kaguya, Hamura, Kenshiki und Momoshiki Otsutsuki. Und ja Leute, der gute Ao ist der einzige Nicht-Hyuga, der ein Byakugan hat. Und es war ja so, bei den Otsutsukis ist halt was anderes, weil die auch von Geburt an das Byakugan haben und
weil die als erstes Bakugan hatten vor den Hyugas. Und bei Aos ist einfach so, er hat wahrscheinlich ein Mitglied der Hauptfamilie besiegt, sich dessen Bakugan genommen und implantiert. Und er beschützt es sogar wirklich mit seinem Leben, denn dieses Bakugan ist wirklich der Stolz von Kirigakure. Er hat es sogar versiegelt und das zeigt einfach nur nochmal, wie krass das Bakugan sein muss. Vielleicht hat es noch andere Fähigkeiten, die wir noch gar nicht kennen. Ich denke zwar eher nicht, wäre aber auf jeden Fall nice. Und ich würde mal sagen, das war's von der Erklärung von Bakugan.